Aber Talarski defensiv, ja, ist Viererkette ist auch so, wie wir gesagt haben. Alles so, wie wir uns das gedacht haben. Ja. So ein bisschen Plan. Die nicht spannende Version davon. Genau. Jetzt steht Talarski alleine da, ganz Union pennt. Talarski an der Grundlinie, Handspiel. Muss Elfmeter geben, den gibt's auch. Flanke von Talarski landet am ausgestreckten Arm, den muss man geben. Assist für den Ball, Jung. Ja. Sehr gut aufgepasst. In der heutigen Zeit ist sowas ein Elfmeter. Der Arm hing zwar so schlaff runter und ist auch so schlaff wieder zurückgekommen, dass man ihm ganz sicher keine Absicht unterstellen kann. Aber das, gut, die Flanke wird verhindert. Gucken wir mal, was er so aus dem Stand macht. Drei Schritte sind es. Anlauf und uiuiui. Knapp unterm Torhüter durch. Aber drin. 1-0 für die KFC. Klein Ufermann freut sich. Ja, Groß Ufermann auch. Ja, Groß Ufermann auch. Eine Flanke aus dem Halbfeld, Richtung Touratzidis, kommt nicht an, aber Gonda setzt nach, setzt sich durch im 16. Ah, Tor! Tor! Klasse, stark gemacht. Ja. 32. Minute. Das machen wir mit einem schönen Doppelpass von Kenia und Gonda und der nächste Konter läuft. Kenia zieht in die Mitte, kleiner auf der rechten Seite, kriegt den Ball jetzt auch. Touratzidis ist noch eine zentrale Schlösser auf der rechten Seite noch mitgegangen, kriegt jetzt den Ball, geht Richtung 16er erstmal das Tempo raus, geht aber an seinen Gegenspieler stark vorbei. Im Rückraum ist Kenia, vorne am 5er wartet Gonda! Tor! 80% Pep Schlösser, er kommt seinem Türchen näher, würde ich sagen. Aber auch wieder Energie ohne Ende von Kenia im Vorfeld. Der sich da rauskombinieren möchte und Gonda setzt wieder nach. Nächste Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Auf Kenia weitergeleitet. Auch der kann tanzen. Nimmt dann nochmal Talarski mit. 30 Meter Torentfernung, zentrale Position. Auf die rechte Seite gespielt zu Schlösser. Doppelpass mit Kenia. Ach Quatsch, mit Talarski. Sehr, sehr schön. Hat Schlösser wieder richtig Platz auf der rechten Seite. Flanke, Fausttor auf Touratzidis! Der Pep heute! Was ist denn hier los? 4-0! Zwei Tore durch Radio Blau-Rot! Aber guck mal. Hirschfelde. Mhm. Aber erstmal gucken wir nochmal auf den Platz. Ah, da wäre fast klein durch gewesen. Circa 20 Kilometer von Rehfelde entfernt. Da weiß man jetzt, welche Tiere sich wo aufhalten. Florian Abel nochmal zu klein. Der tankt sich nochmal durch. Nächster Handelfmeter. Ja, also klarer geht's nicht mehr. Hat einmal wie beim Fahrradfahren rechts abbiegen angezeigt. Und Touratzidis will den englischen Hattrick voll machen. Ball freigegeben. Touratzidis läuft an und mit Innenpfosten zum 5:0 Dreierpack. Davon zwei Elfmeter. Touratzidis. Auch auf Höhe des linken Strafraum-Ecks. Der Nettetaler, die Gaetano, spielt erstmal in die Zentrale. Da steht Pascal Talarski und sucht eine Anspielstation. In den Strafraum gechippt, wird erstmal schön von Schreck noch wieder erobert. Auf der rechten Seite durchgechippt, bis zur Grundlinie durchgeknüpft. Tor! Ja! Justin Klein, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl. 6-0 und das waren 95% Aaron Schreck und sein Wille. Also die rechte Außenverteidigerposition heute. Da haben wir keine Probleme, glaube ich.
letzte Aktion dieses Spiels. Ecke für Nettetal in die Arme von Robin Udekpe. Und in diesem Moment pfeift der Schiedsrichter ein überaus souveränes Heimspiel des KFC. Ab 6:0. Dreimal Toracedis, zweimal Gonda, einmal Klein. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.